Hallo Leute, das ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Willkommen wieder im Wald. Ich schulde euch noch den zweiten Teil von meinem Bugout Bag 2020. Den ersten Teil habe ich noch mit der alten Kamera gemacht. Da war auch der zweite Teil schon fix und fertig auch geschnitten. Nur das war das Video, wo die alte Kamera einfach einen Geist aufgegeben hat. Die hat ganz komische Farben gemacht und der Klang war plötzlich ganz komisch. Und deswegen habe ich mir gedacht, nein, dann machst du das lieber nochmal neu. Dann könnt ihr es auch schauen. Also im ersten Teil haben wir darum gegangen, immer nach Survival 3 Regel. 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Minuten bei Blutungen, 3 Stunden ohne Wärme. Heute können wir uns den Themen widmen, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Nahrung und natürlich Werkzeug etc., was ich sonst noch mit dabei habe. Und das werde ich heute mal so alles vorstellen, was da in dem Bugout-Bag oder Fluchtrucksack, oder ich nehme auch zum Bushcraften her, ich nehme als THW-Einsatzrucksack her, ich nehme für die Reservisten her, also der ist so round für alles und hat verschiedene Module, wo ich dann einfach zum Beispiel Kleidung wechseln etc. Und wenn dich interessiert, was dann alles drin ist, bleib einfach dran. So, wir beginnen mal mit 3 Tage ohne Wasser. Wasser ist einfach wichtig und dafür habe ich hier eine Nalgene dabei. Da ist natürlich immer mal Wasser drin, das ist BPA-frei, das ist mir ganz wichtig. Die habe ich hier nochmal in einen Topf mit drin. Das finde ich einfach relativ praktisch, hier einen zweiten Topf dabei zu haben. Oder ich habe ihn auch schon als Teller genutzt oder sonstige Dinge. Das Wichtigste übrigens beim Wasser, gerade im Winter, ist diese Tasche. Ihr seht es vielleicht, die ist innen mit so einem Fell. Und die hält tatsächlich relativ gut warm. Also wir haben es getestet bei minus 7 Grad. Bei den Kollegen, also bei Bernd zum Beispiel von Wandern und Bushcraft Outdoor. Ich glaube diesmal, nein, Wandern und Outdoor Bushcraft, so mir heißt es diesmal. Da war das Wasser teilweise gefroren. Und bei mir waren ein paar Eisdinger drin, aber man hat es tatsächlich nur trinken können. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem habe ich hier noch mit drin Vitamintabletten. Also schau mal, was ich alles dabei habe. Ich habe also dabei 2 von diesen Säuer. Falkflaschen, die sind super praktisch, die wiegen keine 20 Gramm mehr. Und top. Und ich habe mir hier dazu gebaut. Ihr kennt das vom Auto, dieses Teil. Das habe ich einfach jetzt nur zusammengeklappt. Da sitze ich mir eigentlich normal drauf. Aber ich habe festgestellt, wenn ich das hier rüber mache, dann ist das ein super Wärmedämmung. Und dadurch bleibt auch im Winter das Wasser da drin auch, also werden ich früher nicht ein. Und das finde ich super. Gut, was habe ich noch dabei? Ich habe natürlich dabei meine Mirel L600. Den kennt ihr ja. Mit Strohhalm sogar dazu. Der hat halt einfach für mich den riesen Vorteil gegenüber einem Säuer Mini zum Beispiel. Der hat 0,05 Mikron, der Mini 0,1. Also der hat nochmal die Hälfte an Durchlaufsfilter, also noch mehr raus. Und er hat hier oben einen Aktivkohlefilter. Also hier nochmal ein Aktivkohlefilter und das finde ich einfach genial, weil dadurch kann er zum Beispiel Blei, Cadmium und sonstige Sachen und was sonst noch so im Wasser drin ist, bei mir zum Beispiel viel Huminsäure, weil ich ja hier meistens im Moos unterwegs bin, und verbessert also nicht nur den Geschmack, sondern bringt auch noch einige andere Giftstoffe raus, die ein normaler Filter eben nicht hat. Als Backup habe ich dann noch dabei Mikropor-Forte-Tabletten, aber wirklich nur als Backup. Für den Fall der Fälle. Benötige ich zwar eigentlich nicht, aber habe ich immer mit drin, man weiß ja nie. Da hätte ich jetzt fast vergessen, was der Minimal im Übrigen auch noch hat, ist dort unten drin ein Vorfilter. Und da haben noch 5 weitere dabei, die kann ich sogar auswaschen. Das heißt, die brauchen nicht nur extra Kaffeepapier oder sowas, sondern das ist ein 1-Mikron-Filter. Der filtert also den ganzen Dreck schon mal raus, damit schon mal gar nicht erst viel da reingelangt. Und deswegen habe ich hier ein 3-Filter-System und das gefällt mir halt wesentlich besser als zum Beispiel der Säuer Mini, den ich früher hatte. So Leute, kommen wir zu Punkt 3. Punkt 3 ist 3 Wochen ohne Nahrung. Was habe ich denn zum Essen dabei? Ich habe dafür 2 so Pakete dabei und das hier noch. Aber was das ist, erkläre ich jetzt. So, wir beginnen mit meinem Zusatzpaket. Das Zusatzpaket beinhaltet zum Beispiel zum Abendessen zweimal so Sachen wie Leberwurst etc. Frühstück, Honig und Marmelade, das ist alles aus dem EPA, das heißt, das hält natürlich alles ewig wunderbar. Dann das Wichtigste, hier habe ich natürlich Kaffee en masse mit dabei. Hier habe ich etwas Öl zum Kochen mit dabei, ist also kein Schnaps.
Ein Magi-Brühwürfel kann man immer mal brauchen, um gewisse Sachen einfach ein bisschen Pep zu geben. Ich habe ja noch einen zusätzlichen Dosenöffner dabei, Wrigley Spearmint. Das sind diese Goodies, die man quasi zum Dental, nennt sie das, statt der Zahnbürste, falls mal irgendwas ist, dass man sich ja zwischendrin quasi die Zähne reinigen kann ein bisschen damit. Dann natürlich ein paar Gewürze, einige Vitamintabletten, weil gerade draußen, wie man ist, dann braucht man einfach Vitamine und Mineralien, ist auch in die E-Post mit drin. Und natürlich für draußen auch noch ein paar mal heißen Tee. Und da stehe ich einfach auf den Doppelherz aktiv. Der hilft mir wirklich bei jeder Krankheit daheim. Sobald die ersten Anzeichen kommen, haue ich mir den rein. Da ist viel Vitamin C drin. Hilft wirklich super. Und den habe ich natürlich draußen dabei. Als Brotersatz natürlich die Panzerkekse. Die dürfen bei mir nie fehlen. Und ein Ersatzlöffel. Und da habe ich diesen langen aus dem EPA, aus dem englischen EPA. Weil der einfach gerade, wenn man so Trekkingnahrung ist, besser ist als die normalen Göffel. So, kommen wir zu dem Thema Hauptmahlzeiten bei mir. Ich habe natürlich oftmals aus dem EPA so ein Backerl dabei, das ist jetzt aus dem englischen EPA. Oder was ich auch ganz gern draußen mag, sind die Uncle Ben's. Die haben relativ schnell gemacht, muss man ehrlich sagen. Brauchen nicht viel Wasser, von dem her optimal für draußen, geben Kraft. Ich habe dazu einmal Frühstück Müsli dabei. Und für den Nachmittagskaffee, das ist jetzt eher so fürs Buschkräften mal gedacht, hier diese Chocolate Brownies vom englischen EPA, die haben echt lecker. Also den ersten, was ich getestet habe, der war richtig gut. Ich habe hier noch ein paar Top-Hits-Beutel dabei, die sind die bis 90 Grad. Das heißt, wenn ich meinen Topf nicht dreckig machen möchte, tue ich das innen rein. Und also, wenn ich nicht zu heißes Wasser habe, natürlich über den Gaskocher geht das nicht. Aber damit kann ich dann quasi zum Beispiel das Uncle Ben's fertig machen. Habe ich immer in einem anderen Video gezeigt. Dann habe ich hier dabei ein Schneidbrett. Da, wenn man ganz einfach, kennt es vielleicht, wenn man genauer hinschaut, das ist ein Tischuntersetzer, da habe ich mir was rausgeschnitten, wie keine 20 Gramm, perfekt als Unterleger, und ich muss nicht auf dem Boden irgendwas schneiden, sondern ich habe das dabei und wiegt nichts und kann man immer als Unterlage verwenden. Dann habe ich hier ein zweites Teil, das ist eine Grillschale. In die Grillschale habe ich hier auch nochmal sowas reingeschnitten und das kann ich quasi als Teller verwenden. Geht sogar als Suppenteller, ist relativ hoch, wiegt 22 Gramm, perfekt dafür. Und die Grillschale kann man notfalls auch zum Fleischgrillen oder sowas, wenn man sowas möchte, auch hernehmen. Also von dem her multifunktional, wiegt nichts, ist natürlich da mit drin. Dann habe ich natürlich Erbswurst mit dabei. Da müssten jetzt noch so, nicht mehr 6 haben es nicht mehr, aber ich schätze mal 4 oder 5 haben da noch mit drin. So dass ich mir immer zwischendrin eine Mahlzeit machen kann, oder auch mal Abendmahlzeit, zwei so Tabletten, nein, funktioniert auch. Und natürlich seit neuestem vom Y-Food, das ist Food. Und da habe ich mir quasi hier das Pulver extra gemacht, weil ich mir dann gedacht habe, ich kann es eigentlich gleich mit rein machen, dann brauche ich nur noch mit Wasser auffüllen, schalten und ich habe eine vollwertige Mahlzeit. Und ich habe natürlich eine Möglichkeit, dass ich die Dinger nicht wegschmeißen muss, sondern ich mache jetzt hier Upcycling und nehme hier einige von diesen Dosen für Auto, weil die sind super leicht, die sind super stabil. Ist also von dem her, wenn es die jetzt in einen Liter geben würde, würde ich meine Nalcini rausschmeißen, weil die ist natürlich wesentlich leichter. Aber wie gesagt, habe ich jetzt mit dabei, Wasser rein, bisschen shaken, zack, und ich habe eine vollwertige Mahlzeit dabei und das finde ich nicht schlecht. Also zusammengefasst kann man sagen, ich habe hier Essen insgesamt für 3 Tage dabei und genau darauf ist mein Bob ausgelegt, für 3 Tage. Gut, man könnte es vielleicht strecken mit der Erbswurst, könnte ja 4 Tage locker durchhalten mit Frühstück, Mittag und Abendessen. Aber wie gesagt, für das ist der Bob, weil recht viel länger draußen sei, werden die wenigsten von uns können. Naja, und natürlich das Wichtigste, der Göffel. Ganz wichtig, weil hier kann ich Suppen damit, ups, muss ich mal davon gehen. Denn hier kann ich Suppen damit essen und habe hier Gabel mit dran. All in one. Und wiegt 4 Gramm oder 5 Gramm oder sowas. Also top. So, natürlich, wenn man das ganze Zeug dabei hat, dann braucht man auch was. Hitze, warmes Wasser etc. Und da habe ich von der Firma Highlander den Fastboil dabei, 2.0. Den finde ich echt cool, den habe ich euch eh schon mal vorgestellt. Vielleicht ganz kurz, der hat unten ja die Gaskartusche mit dran. Hier mit einem extra Ständer, damit es auch wirklich richtig stabil steht, da fällt auch nichts mehr um. Funktioniert also super. Und was das Geilste eigentlich ist, ist dieser Topf. Dieser Topf hat hier eine Isolierung, die gibt es auch noch in Schwarz, wer es nicht in Tarnfarben haben möchte. Der hat hier einen separaten Deckel, aus dem man direkt raustrinken kann. Oder wenn man zum Beispiel Nudeln macht, Wasser abseichern kann. Hat 1,1 Liter dieser Topf. Und was halt auch cool ist, der hat dort unten diese Lamellen. Ich weiß nicht, ob man das so sieht auf der Kamera. Hier innen drin.
Und dadurch heizt der unglaublich schnell. Also ich brauche für Kaffeewasser nur noch eine Minute. Und früher mit Nesbit koch oder mit allen anderen 4 bis 5 Minuten. Von dem her echt wahnsinnig schnell. Ich habe mir dazu das Extreme Gas dazu genommen, bis minus 27 Grad. Was ich allerdings nicht wusste, da haben ja 2 verschiedene Gas drin und ab einem gewissen Minusgrad dort nur noch ungefähr, hat er nur ungefähr die Hälfte der Power. So viel zum Thema Extreme. Aber es geht zumindest. Notfalls kann man ja hier Wasser warm machen und dann die Gaskartuschen kurz in das warme Wasser einlagern. Und dann geht wieder beides. Und somit kann man das wunderbar hernehmen, auch wenn es kalt ist. Ich habe dann natürlich als Backup und als Lagerfeuer, die habe ich ja letztes Mal vorgeschlagen, die Bushbox Titanium LF. Die finde ich für das ganz genial, weil da drauf kann ich auch kochen, wenn es will. Und ich kann mir immer ein kleines Lagerfeuer machen. Und dazu habe ich mir ein paar Feuerstarter drin. Und die kennt ihr auch schon. Das sind quasi so Wattepads, die ich mit Wachs getränkt habe. Und die brennen dann 2 bis 3 Minuten. Also das ist echt super. Gut, ich habe natürlich noch mehr Zeug dabei. Das ist hier heraus ein kleines Pfefferspray. Eine zusätzliche Minilampe. So. Dann habe ich hier drin eine Schaufel, irgend so eine Plastikschaufel, ganz leicht, wie glaube ich nur 60 Gramm, aber reicht, wenn ich draußen mal mein Häufchen machen will, um das einzugraben oder ums Lager einen kleinen Wassergraben zu graben, da gelangt die ganz leicht. Dann habe ich natürlich eine Säge dabei zum Holz machen. Ich habe hier noch, ich glaube, das von MFH, wenn mich nicht alles täuscht, die habe ich jetzt seit einem Jahr, tut ihren Zweck, aber auf die IWA werden wir vielleicht mal nach einer besseren umschauen. Und dann habe ich hier drin noch Klopapier. Ich habe hier drin noch, das muss ich euch zeigen. Ja, bleibst du stehen. Einen Mini-Rucksack. Zwar gibt es den bei Decathlon für, glaube ich, 1,99. Der wiegt nur 50, 60 Gramm, also fast gar nichts. Braucht so gut wie keinen Platz. Ist aber super, wenn ihr im Lager habt und ihr möchtet dann Wasser holen oder was anderes. Dann lasse ich den großen Rucksack im Lager und nehme den kleinen mit. Ich habe noch ein bisschen Paracord mit drin und zusätzlich habe ich hier noch mit drin zum Schleifen vom Messer. So habe ich also hier schon mal einiges von meinen Werkzeugen. Wie gesagt, alles wasserdicht eingepackt. Ganz wichtig, weil wenn es regnet, habt ihr sonst ein Problem. Ganz wichtig hier, mein Abfalleimer, da sind Abfallsäcke mit drin, da ist mein Aschenbecher mit drin. Immer wichtig, weil das, was ich in die Natur mit rausnehme, nehme ich auch wieder mit heim. Dann habe ich hier natürlich noch mein Deckelfach, das ist ja riesig und da bringst du einen Haufen rein. Und hier habe ich auch noch einiges drin. Zum Lagermarkieren einfach ein paar Leuchtsticks, sind wichtig. Dann ein Kompass. Dann hier eines meiner Lieblingssachen. Ist eigentlich ein kleiner Kompass, sieht man da. Hat aber einen Spiegel nur mit drin, also Signalspiegel kann man damit machen. Er hat hier sogar zum Kartenlesen noch was drin, das ist also so ein Spielzeug von Miltec. Link gebe ich mal unten. Da ist noch ein Feuerstahl mit drin, da ist eine Pfeife mit drin. Und was eigentlich für mich das Wichtigste ist, ist hier der Thermometer. So weiß ich immer, wie schaut es gerade draußen aus. Wie muss ich mich anziehen. Ich habe natürlich hier noch mein Paracord drin. Da habe ich das 3 mm, das hat 192 Kilogramm Zuglast. Das reicht eigentlich leicht für Lagerbau etc. Dann habe ich hier drin eine Sonnenbrille. Braucht man auch zum Beispiel bei Schnee, bei sonstiges. Ersatzfeuerzeuge sind immer wichtig. Dann habe ich hier eine Stirnlampe. Diese Stirnlampe. Aha. Gleich mein erster Check. Die geht nämlich jetzt nicht, die ist also leer. Ist aber mit USB zu laden, was der Riesenvorteil ist an der. Kann man also hier unten mit USB aufladen und ich habe ja die Powerbank dabei. Aber gut, dass man ab und zu mal das kontrolliert. Scheinbar habe ich die vergessen beim letzten Mal auszuschalten. Beziehungsweise die hat auch so einen Bewegungssensor. Und wenn man den eingeschaltet lässt, dann hat man die Lampen ist ausgeschaltet, macht einmal so und dann leuchtet das Ding. Hat hier 2 Rotlichtlampen, eben für die Nachtsichtfähigkeit ganz gut. Und kostet irgendwo, glaube ich, 10 Euro. Ist jetzt nicht das Highlight schlechthin, aber ich finde die Grundidee nicht schlecht und habe es jetzt einfach mal zum Testen. Link gebe ich euch auch wieder unten, ist glaube ich bei mir im Amazon-Shop mit drin. Könnt ihr euch schauen, wenn es interessiert. So. Dann habe ich hier ein Päckchen.
Hier habe ich ein Notizbuch mit drin, wasserdichtes, also so wasserfestes, mit Stifte natürlich, zusätzlich Feuerzeug noch, Taschentücher, Magnesium ganz wichtig, gerade wenn man draußen ist und viel geht, dann verliert man oft schnell Magnesium, da ist das ganz gut. Es ist noch ein Rotlicht dabei für meine OLED-Lampe, das habe ich mir selbst gebastelt. Das war von irgendeinem Billiger, da habe ich gerade einmal noch ISO-Bandel um mich da und jetzt passt die wunderbar für die OLED. Da haben Ohrstöpsel mit drin. Wie gesagt, falls mal der Nachbar schnarcht oder sowas, könnte passieren. Dann als Backup hier nochmal so ein Kreditkartenmesser. Eine kleine Kerze, falls man sonst kein Feuer nicht anbringt, ist das immer eine gute Möglichkeit, wenn es feucht ist. Genau. Das Ganze natürlich wasserdicht verpackt, damit also hier nichts passiert. Dann habe ich noch verschiedenste Riegel drin. Genau. Und das war es auch schon mit meinen Zusatzsachen. Also ihr seht, da ist alles so drin, was ich so zum Lagerbau benötigt habe, was ich einfach in den letzten Jahren so entwickelt habe, was ich draußen brauche und was ich nicht brauche, das habe ich rausgeschmissen. So simpel ist das Ganze. Das kann ich jedem nur empfehlen. Was hilft euch der beste Rucksack, wenn ihr es nie draus getestet habt, sondern steht es draußen und stellt fest, oh, das funktioniert so gar nicht, wie ich mir vorgestellt habe. Und das ging mir nicht nur einmal so. Tja, noch ganz wichtig ist natürlich auch noch was, aber leider habe ich hier aufs falsche Knöpfle scheinbar bei der Kamera gedrückt und er hat es nicht aufgenommen, kann passieren. Die Solar-Powerbank, weil ich habe mittlerweile alles bei mir elektronisch umgestellt auf USB-Ladung. Das ist dann eben die Kopflampe, das ist die OLED-Taschenlampe, das ist das Baufengfunkgerät und das ist natürlich mein Handy, kann ich damit laden. Und das Baufengfunkgerät nutze ich halt hauptsächlich zum Beispiel zum Radio hören oder halt als Notfallkommunikation. So Leute, natürlich das Wichtigste am Fluchtrucksack, der Rucksack. Ich nutze hier einen Highlander ProForce 66, der, wie der Name schon sagt, 66 Liter hat. Hat hier drei Taschen, hier ist zum Beispiel Erste Hilfe drin, Wasser, Werkzeuge bei mir. Er hat hier ein Molle-System an der Seite genauso. Hat unten natürlich die Schlafsackfach, wie man so schön nennt. An das Schlafsack macht, kann ich hier oder unten sogar noch eine Isomatte ranmachen, ist also auch schon mit dabei. Ich habe hier oben so eine Schnur, wenn ich zum Beispiel, wenn es mir so wie jetzt gerade zu warm wird, dann kann ich halt hier schnell mal die Jacke einhängen und muss nicht irgendwo wieder reinpacken oder rauspacken oder sonstiges. Dann hat natürlich dieses unglaublich große Handschuhfach. Ihr seht, wie tief das reingeht. Also da geht eine Menge rein. Und natürlich das Wichtigste am Rucksack, das Tragesystem. Der normale Rucksack hat also hier auch nur Messstarten, das ist nur die alte Version vom Ganzen, das ist natürlich schön einstellbar, kann man also genau auf einen zustellen und vom Tragesystem her muss ich sagen, ich hatte bis jetzt 18, 19 Kilo drum, ohne Probleme für mich, vom Tragesystem her, ich habe vorher den TT Tech, also den Tasmanian Tiger Tech Pack 45 gehabt, kenne ich keinen großen Unterschied, hat natürlich hier auch die D-Ringe dran, einstellbar hier, aber dazu habe ich ein extra Video gemacht. Link dazu gibt es unten zum Shop und natürlich auch zum anderen Video, wem es interessiert. Also für mich nach rund eineinhalb Jahren, muss ich echt sagen, definitiv Kaufempfehlung für 119 Euro, ein Top-Teil. So Leute, jetzt habt ihr gesehen, was ich in meinem Backout-Bag, Fluchtrucksack, THW-Einsatzrucksack für die Reservisten nehme ich den mit her. Der ist eigentlich für alles gedacht und ist immer fertig gepackt. Er ändert sich auch ständig nach dem Wetter. Ich habe zum Beispiel jetzt den Elite 2 drin. Beim ersten Teil hatte ich noch den Elite 4 drin, weil es dort einfach Minusgrade gehabt hat. Und jetzt haben wir eher wieder die Plusgrade. Und dann muss ich nicht mehr mitschleppen. Wenn es wieder kälter wird, wechsle ich den wieder aus. Also ist immer angepasst. Er ist auch getestet, weil ich den zu jeder Tour so genau mitnehme, wie er ist. Ich ändere vielleicht Kleinigkeiten, die ich gerade brauche. Es gibt auch noch verschiedenste Module dazu, die ich so jetzt nicht dabei habe. Da ist ein Modul CBRN, also wo quasi mit Schutzanzug und Schutzbrille oder beziehungsweise Atemschutzmaske dann. Dann habe ich noch, ich habe viele Module, Shit Hits the Fan Modul. Ich habe ein zusätzliche Verlängerung, wenn es zum Beispiel, wenn ich weiß, ich müsste vielleicht länger draus bleiben, ist der Zusatznahrung oder Zusatzwasser mit dabei. Und so habe ich noch viele Zusatzpakete, die ich aber im Normalfall eben nicht brauche und dann halt speziell für diese Sachen dann mitnehme. Genau. Wer noch Tipps für mich hat, was ich noch besser machen kann oder wer sonst noch irgendwelche Fragen dazu hat, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Noch besser gleich meinen Kanal abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.